Willkommen bei Pingaukulto, dem Shop für Spionageprodukte, spezialisiert auf Ohrstöpsel und Spionagekameras. Bevor wir mit der Produktbewertung beginnen, denken Sie daran, dass bei der Beschreibung können Sie das Video in anderen Sprachen abrufen, ebenso wie die Kanäle, offizielle Verkaufsstellen mit weltweitem Versand, Kontaktmedien und soziale Netzwerke. Die Nano-Hörmuschel ist das kleinste verdeckte Hörmuschelmodell auf dem Markt mit einer Größe von nur 3 mm und Betrieb mit elektromagnetischer Induktionstechnik, der Kragen oder das Element. Die Induktionsspule sendet eine induktive Welle aus, die die Ohrhörer in Schwingung versetzt und Schall erzeugt. Wenn es ins Ohr eingeführt wird, ist es vollständig verborgen und kann von anderen nicht gesehen werden. Darüber hinaus ist die Sicherheit bei der Anwendung gewährleistet, da es keine Notwendigkeit für irgendwelche elektrische Schaltung im Inneren und umfassen eine Extraktionsstange und einen Extraktionsmagneten für die Extraktion in eine lärmfreie Umgebung, in der nur Sie das Telefonat oder den Ton, den Sie abspielen, hören können. Und es ist nicht notwendig, den Ohrhörer aufzuladen. Wir wissen, dass diese Technologie von einem anderen Planeten zu sein scheint, auch wenn Sie ihn in einer lauten Umgebung verwenden müssen, in der die Lautstärke des Nano-Hörers nicht. Sie können es mit einem Ohrhörer vom Typ VIP Pro verwenden. Diese Ohrhörer benötigen eine Batterie, um die Wellen des Induktionshalsbandes zu verstärken und eine super kleine Größe zu haben, um sie zu verbergen. Die VIP Pro Super Mini Hörmuschel misst 1,10 cm in der Länge und 0,64 cm in der Breite. Einen transparenten Faden zum Entfernen mit dem Finger oder mit einer Pinzette zu bearbeiten. Eine Batterie des Typs 337, die je nach Lautstärke der Hörmuschel bis zu 4 Stunden Betriebszeit bietet. VIP Pro Ultra Mini hat eine ähnliche Größe von 1,08 cm Länge und 0,68 cm Breite. Die Extraktion erfolgt mit einer Extraktionsstange, die mit dem Pfahl magnetisiert wird. Daher müssen wir immer eine Extraktionsstange verwenden. Die Batterie wird in die Hörmuschel eingelegt, bevor sie zum Betrieb in das Ohr eingeführt wird. Typ 379 mit bis zu 4 Stunden Betriebsdauer je nach Lautstärke, das In-Ear-Modell. Nano V4 enthält eine Bluetooth-Induktionskette zur Verbindung mit dem Mobiltelefon und funktioniert wie folgt. Wie bei einem Bluetooth-Headset, das über die Hörmuschel hört und über das Mikrofon kommuniziert. Integriert in das Induktionshalsband können Sie ohne Entfernungsbegrenzung telefonieren oder Audioaufnahmen abspielen und die Lautstärke Ihres Mobiltelefons für dessen Betrieb regeln. Denken Sie daran, dass der Induktionskragen immer am Hals getragen werden sollte, versteckt unter der Kleidung. Von ca. 4 Stunden je nach Lautstärke und wird mit einem USB-Ladekabel geliefert, das die Ladezeit beträgt etwa eine Stunde. Das Nano V4 Inhalationsgerät wird mit einem Magneten geliefert. Extraktor. Extraktorstange und zwei Nanomagnetohrstücke in einem Plastikbeutel ist, wenn es wichtig ist, den Extraktionsmagneten von den Hörmuscheln zu unterscheiden, können wir jedes Teil mit dem das Bluetooth-Induktor-Halsband, das USB-Ladekabel und wenn Sie das Bluetooth-Induktor-Halsband gekauft haben, ist es auch in einem AdWee enthalten. Das Kit mit dem VIP Pro Super Mini Ohrhörer wird zusammen mit zwei Batterien geliefert. Wenn Sie sich für die VIP Pro Ultra Mini Hörmuschel ist mit einer Abziehvorrichtung ausgestattet, um die Hörmuschel zu entfernen. Bevor Sie das Produkt verwenden, empfehlen wir Ihnen, sich zu vergewissern, dass Sie ein Originalprodukt von Pingaukulto, indem Sie überprüfen, ob das Logo mit dem auf den Produkten übereinstimmt, und indem Sie bei einem im Zweifelsfall können Sie sich an uns wenden. Und vergessen Sie nicht, die Online-Anleitung zu lesen. Für weitere Informationen schalten Sie zuerst das Induktionsband ein, indem Sie die Taste mit das Telefonsymbol und lassen Sie es erst los, wenn die roten und blauen Lichter schnell blinken. Wenn das Licht nicht erscheint, laden Sie den Induktionskragen mit einem Ladegerät bis zu 5 Volt und 1 Ampere oder indem Sie es an den USB-Anschluss eines Computers anschließen. Nach einigen Minuten erscheint die rote Ladeanzeige und ein blaues Licht leuchtet auf, wenn es vollständig aufgeladen ist. Verbinden Sie nun Ihr Mobiltelefon über Bluetooth. Suchen Sie nach dem T-Loop-Gerät. Wenn das Gerät nicht angezeigt wird, überprüfen Sie, ob das Gerät eingeschaltet ist. Des Induktionskragens haben Sie die Taste gedrückt und gehalten, bis die roten und blauen Lichter blinken. Kurz nach der Verbindung wird das T-Loop-Gerät vor anderen Handys versteckt. Wenn wir das Bluetooth-Induktionshalsband anschließen, können wir die Batterie auf dem iPhone in der oberen Ecke des Bildschirms sehen. Rechts oder unter Android unter Einstellungen Bluetooth oder in der oberen rechten Ecke, um zu überprüfen, ob das Kit funktioniert. Indem man den Induktionskragen auf einen Tisch legt und den Abziehmagneten zusammen mit den beiden Nanoringe in horizontaler Lage und auf den unten aufgewickelten Induktionskragen geklebt. Spielen Sie einen Song mit maximaler Lautstärke ab und vergessen Sie nicht, Ihr Handy stumm zu schalten. Dann werden Sie merken, wie vibrieren oder klingen leise, wenn Sie am Halsband befestigt sind.
sind. Und das bedeutet, dass sie ordnungsgemäß funktioniert. Wenn keine Vibrationen auftreten, überprüfen Sie die Last auf dem Induktionskragen und probieren Sie ein anderes Mobiltelefon, einen anderen Computer, ein Tablet oder einen MP3-Player aus und überprüfen Sie, ob Sie die Taste mit dem durchgestrichenen Lautsprechersymbol versehentlich betätigen. Können wir im selben Test prüfen, ob das Problem mit dem Mobiltelefon, indem Sie die Taste mit dem Telefonsymbol drücken und gedrückt halten, um die Ein-Aus-Melodie, wenn Sie das Set mit dem VIP Pro Super Mini oder Ultra Mini Ohrhörer erworben haben, können Sie die Abdeckung abschrauben, die Batterie mit dem Pluspol Plus nach oben einlegen und die Abdeckung wieder anschrauben. Und bringen Sie es in die Nähe der Induktionsschelle, um zu prüfen, ob es funktioniert. VIP Pro Ultra Mini, bevor Sie es in das Ohr einführen, damit es entfernt werden kann, wenn es näher an das Ohr gebracht wird. Wenn wir den VIP Pro Ohrhörer mit der Batterie an das Ohr halten, hören wir ein Geräusch, das einem unabgestimmtes Radio eingeschaltet ist und funktioniert. Wenn das Geräusch sehr laut ist und dem Flattern eines Flugzeugs ähnelt, die Feder muss leicht nach innen gedehnt werden und die Batterie muss wieder eingesetzt werden. Durch das korrekte Aufschrauben des Deckels ist alles bereit für das Einsetzen des Nanohörers in den Deckel. Es wird empfohlen, das Ohr vor dem Einsetzen der Hörmuschel mit Tupfern oder Reinigungsspray zu reinigen. Lösen Sie zunächst ein Ohrstück mit dem Fingernagel und drehen Sie Ihren Kopf um 90 Grad, sodass das Ohrstück, die linke Seite, in die die Hörmuschel eingesetzt werden soll, muss nach oben zeigen und lassen Sie sie dann in dieser Position. Lassen Sie den Hörer in Ihr Ohr fallen und schütteln Sie den Kopf, während Sie die Position beibehalten und kreisenden Bewegungen, bis Sie das Gefühl haben. Ein Wassertropfen falle in und das verstopfte Ohr müssen möglicherweise mehrmals wiederholt werden, bis das richtige Hörvermögen erreicht ist. Einführung: Wenn wir unseren Kopf mit der Hand auf die andere Seite drehen und der Hörer herauskommt, mit einem Ohrhörer im linken Ohr nicht richtig eingesetzt werden kann, ist normalerweise und das Einsetzen des anderen in das rechte Ohr kann dazu führen, dass sich das Ohrstück löst. Obwohl das linke Ohr empfohlen wird, da man auf dem linken Ohr in der Regel besser hört als auf dem rechten. Wenn wir es mit dem rechten Ohr versuchen können, ist es nicht ratsam, den Hörer mit dem rechten Ohr zu drücken, Ein Wattestäbchen oder ähnliches, da das korrekte Einsetzen nicht möglich ist, wenn das Ohrstück aufgesetzt ist. Das Set kann dann am Körper angelegt werden. Wobei zu beachten ist, dass das Halsband Induktor sollte sich immer am Hals befinden. Um den Ton an die Hörmuschel zu übertragen, können wir Band, um ihn an die Form unserer Schultern anzupassen, damit er sich bei der Verwendung in der Schule nicht bewegt. Der Induktionskragen, die Taste mit dem Telefonsymbol, ermöglicht es Ihnen, den Anruf anzunehmen oder aufzulegen. Wenn Sie zweimal auf die Telefonnummer drücken und die Aufnahme anhalten oder wiederholen, wird sie automatisch zurückgerufen zur letzten Person in der Anrufliste des Mobiltelefons. Indem Sie die Lautstärketasten drücken, wenn es sich durch langes Drücken wird die Lautstärke des Induktionskragens erhöht oder verringert und durch Drücken einer. Während der Verwendung einer kompatiblen Wiedergabeanwendung schaltet die Aufnahmen zwischen Next, 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 Next und Next um. Es wird empfohlen, die Lautstärke des Induktionshalsbandes nicht zu hoch einzustellen und gleichzeitig das Induktionshalsband aufzudrehen. Die Taste mit dem durchgestrichenen Lautsprechersymbol schaltet das Mobiltelefon stumm, um die Akkulaufzeit zu verlängern. Das Mikrofon und die SOS-Taste piepen, um die Notdienste zu alarmieren. Die andere Person auf das Telefonat zu extrahieren. Der Nano-Ohrhörer legt den Magneten. Drehen Sie den Kopf um 90 Grad und führen Sie die Stange in das andere Ohr ein. Eine sehr effektive Methode der Extraktion besteht darin, den Extraktionsmagneten am Anfang des Gehörgangs zu platzieren und durch Schütteln des Kopfes, während die Position gehalten wird, kann das VIP Pro Super Mini Ohrstück entfernt werden. Indem Sie mit dem Finger oder einer Pinzette an dem transparenten Faden ziehen und den VIP Pro Ultra Mini mit dem Stab Extraktor, der an der Batterie im Inneren der Hörmuschel befestigt wird, denken Sie daran, die Hörmuschel mit Wasser zu reinigen oder Isopropylalkohol nach dem Gebrauch. Schalten Sie den Induktionskragen aus, indem Sie die Taste gedrückt halten. Drücken Sie das Telefonsymbol, bis das rote Licht aufleuchtet. Und nehmen Sie die Batterie aus dem VIP Pro Ohrhörer. Um ein Verstopfen und ein Absenken des Schallpegels zu verhindern, reinigen Sie die Löcher des VIP Pro Ohrhörer mit einer Nadel oder einem Stift. Wenn Sie Fragen haben oder Hilfe benötigen, Sie können uns über eine der Kontaktmöglichkeiten schreiben, die Sie in der Beschreibung sehen können. Oder auf unserer Website, bis die Spione das nächste Mal daran denken, sie nach ethischen Gesichtspunkten und im Einklang mit den geltenden Rechtsvorschriften zu verwenden.